Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Neko mit einer weiteren Episode zu Monster Hunter World. Wir sollen gerade zur Schmiede gehen, da wir neue Sachen bekommen haben. Okay. Ja, und was haben wir hier noch? Also wir gehen erstmal zur Schmiede. Sollen uns auch neue Ausrüstungsteile schmieden, da wir Items bekommen haben. Ich glaube, hier geht's zu Contino. Oh Gott, ich bin immer so orientierungslos. Ne, ich muss erstmal hier hoch. Also es sind ja beide Orte anscheinend markiert, aber wir sollten zuerst zur Schmiede. Steht hier auch oben in der Ecke, rede mit dem Schmied. Dann gehe ich erstmal weiter hoch. Das ist anscheinend die Versammlungsstätte. Etwas zu hoch. Hier runter geht's zu... Ja, da ist doch die Schmiede schon oder der Eingang zur Schmiede. Luftschiff-Ingenieur. Die fünfte ist also gekommen. Grüße. Sei gegrüßt. Ich bin der Luftschiff-Ingenieur der zweiten Flotte. Ich arbeite an fliegenden Maschinen, Luftschiffen und so. Du bist sicher neugierig, warum du noch kein Mitglied der Dritten getroffen hast. Das liegt daran, dass sie seit Jahren gestrandet sind. Kurz nach der Ankunft der Gelehrten von der Dritten bestanden sie darauf, die große Schlucht zu überqueren. Also wurde ihr Schiff in ein Luftschiff verwandelt und los ging es. Ja, das machen wir auch einfach so ein Luftschiff, ja klar. Die Überquerung der Schlucht lief gut, aber dann wurde ihr Luftschiff von einem fliegenden Monster angegriffen und stürzte ab. Natürlich war die ganze Aktion waghalsig, aber da ich ihnen den Flug ermöglicht habe, fühle ich mich zum Teil mitschuldig. Seit jenem Tag arbeite ich daran, ein besseres Luftschiff zu bauen. Eins, mit dem wir sie retten könnten. Aber wegen des ungemütlichen Wetters in der neuen Welt und der starken Winde in der Schlucht gab es immer wieder Rückschläge. Aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Okay. Ich auch nicht. Irgendwann werden wir die bestimmt retten. Aha, da ist unser Neuling. Da bist du ja, Fünferin. Aha, wer ist denn da mit Materialien zurück? Komm nur her und willkommen in der Schmiede. Du wirst meine Dienste häufig in Anspruch nehmen. Es ist eigentlich ganz einfach, was ich mache. Wann immer du im Feld Materialien sammelst, nutze ich die, um sie zu Waffenrüstungen zu verarbeiten und Rüstung. Komm einfach vorbei, wenn du etwas Neues oder Interessantes findest. Hier, ich gebe dir diese Materialien als Willkommensgeschenk. Du kannst sie zur Verbesserung deiner Ausrüstung einsetzen. Also, was hämmern wir dieses Mal zusammen? Jetzt nutzen wir eine Schmiedeausrüstung zu schmieden und zu verbessern. Ein Video abspielen. Ja, Monster erledigt, Item gefarmt. Ausrüstung verbessern. Was hab ich denn? Zwillingsdolche. Bin sofort wieder da. Die Katzen haben leider was umgeschmissen. So, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Waffen verbessern Tutorial. Okay, das konntet ihr euch ja in Ruhe durchlesen. Okay, verlassen. Wir haben Knochen anscheinend und einen Erzbaum. Zwillingsdolche 2. Oh
Okay. Es gibt anscheinend sehr unterschiedliche. Machen wir doch mal das. Natürlich können wir nur dies, oder wir müssen das hier erst schmieden. Wir können erstmal nur das hier machen. Okay, die Jungs legen sofort los und schmieden unsere neue Waffe. Oder unsere verbesserte Waffe. Eisenerz und keine Ahnung was. Und da sind die Materialien auch noch unbekannt. Und das hier ist vom Knochenbaum. Das können wir wohl noch nicht machen. Nein, das möchten wir nicht. Was haben wir denn sonst noch? Hier meine Jacke. Unterschiedlich aufwerfen. Ich habe einen Punkt. So, verbessern. Ich glaube, wir haben, das ist jetzt Stufe 3, der Helm ist noch Stufe 1. Ich habe ja leider nicht mehr Punkte. Kann aber auch für den Palico anscheinend Ausrüstung schmieden. Schauen wir doch mal. Er hat ja nur sein kleines Schwert bisher. Knochenset. Legierungsset. Das ist ja sehr cool. Das Bunny wäre ja wirklich toll. Wir haben ja nicht genügend Punkte. Ich kann auch Ausrüstung schmieden. Knochenset, der kann natürlich nichts, doch da können wir den Helm herstellen. Das machen wir doch mal so vor. Den rüste ich mal direkt aus. Das können wir auch. So, ich stelle mal direkt die Rüstung her, da wir das anscheinend mit den gesammelten Materialien hinbekommen können. Habe ich nur blöderweise schon eben meine Punkte in die andere Rüstung gesteckt, aber... Vielleicht wird sich das ergeben, denn diese Rüstung ist gegen Feuer 2 stärker. Ja, aber die ist eigentlich komplett besser, naja. Jetzt haben wir nicht genügend Viagras-Items.
Die Waffen. Doppelklingen, gucken wir doch mal. Das ist also, wo wir die herstellen können. Dann stellen wir uns doch mal direkt neue Doppelklingen her. Und ziehen die auch sofort an. Okay. Schick, schick, neue Ausrüstung. Jetzt können wir auch den Baum hochleveln. Einmal, ja. Verstehen sich einfach tonlos. Hohoi, sagen sie einfach und schon wird die Waffe bearbeitet. Das ist ja eine einfache Kommunikation. Ja. Und das ist in der Entwicklung, da komme ich anscheinend nicht weiter. Mit der Wildexpertin reden. Fragt sich nur, welches Fragezeichen sie ist. Also ist der rote Punkt hier. Hey, Partnerin. Okay, als nächstes müssen wir uns um die Gestodons kümmern. Der Anführer des Feldteams hat gesagt, er kommt mit. Wollen wir mit der Suche im uralten Wald beginnen? Ach, ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir Wildexperten hängen alle Hinweise, die wir finden, an den Questtafeln aus. Dort kannst du dich auch zu Quests melden. Du brauchst also nicht immer den ganzen Weg hier hochzukommen. Allerdings verpasst du dann das leckere Essen hier oben. Quests kannst du dir auch von der Questtafel holen. Dort gibt es die gleichen Quests wie bei mir. Du musst nicht beides überprüfen. Questschalter hier. So. Nimm das Kestodon-Gedöns an. Das war ja auch ein Punkt. Das Essen vermeiden können wir wieder sagen. Wenn nicht gespeichert. Du schießt einen Quest ab, du bist in der. Im Lager kannst du da noch essen, eine Mahlzeit erzielen und erneut essen. Oh Gott. Wie süß, Katzen bereiten uns direkt das Essen zu. Und noch fein. Uiuiui, das sieht aber sehr edel aus. Gesundheit, Ausdauer und Angriff ist hoch, okay. Dann nehmen wir doch mal das Quest an. Jawohl. Lass uns in den uralten Wald gehen, um die Kestodons zu erforschen. Ja. Aufgaben. Das Kestodon-Gedöns. Ja, dann machen wir das doch gleich. Quest wird geladen, okay. Scheinbar, wo wir warten zu müssen erstmal. Mhm. Mal
hier unten ist ja auch ein Ausrufezeichen. Die Quest ist fertig. Okay. Dann starten wir sie doch sofort.